Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Hey, na und willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Runde von PAW. Und heute spielen wir die MSMC, die MS Minecraft. Okay. Aftermath Sprengkommando. Naja, Sprengkommando dauert halt wieder mal eine Zeit lang. Ich hätte ja am liebsten Team Deathmatch, aber was soll's. Ja, hier müssen wir wieder ein paar Sekunden warten. Ich habe zwei C4, die ich aber nachher sowieso verschieße. Also von dem her keine Punkte abziehen. Ich habe nichts auf der Waffe. Ja, mal sehen, was wir hier erreichen werden. Hier, ich mache mal die Autos kaputt für den Anfang. So. Dass die auch ja nicht explodieren, wenn ich da irgendwie nebendran herumflitze, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich nicht eingespielt oder so. Ja, also, ja. Bin gerade wahrscheinlich sehr schlecht dran. Aber was soll's, oh. Erster Gegner. Ja, ein bisschen am Campen. Alles klar. Und wir machen natürlich nur Kills mit unserer Waffe, ja, den habe ich jetzt nicht gesehen. Wichsen, ganz klar. So, jetzt hier schön. Boom, beide Autos weg. Und ja. Mir ist was Geiles passiert. Letztens in COD. Ich habe, ja, das war natürlich klar. Ich habe nicht aufgenommen, aber trotzdem hat mich jemand erkannt. Schock. Shock Rias, glaube ich, hieß der. Ja, auf jeden Fall sehr cool, dass der mich hier erkannt hat, sozusagen. Fand ich sehr cool. Hat direkt so gefragt im Chat so, Pakon, nimmst du PAW auf oder so? Ja, denn, ja, war geil, ne? Freue ich mich natürlich immer wieder, wenn man von Abonnenten erkannt wird. Ist immer wieder geil. Geiles Gefühl. Oha. Ah. Mann, das ist unser Typ. Okay, eins explodiert jetzt gleich. Oha. Alles klar. B, da müssten die ganzen Gegner sein. Ein Headshot, alles klar. Hier müssen die Gegner eigentlich sein. Weil die müssen ja jetzt beschützen hier, ne? Sozusagen. Aber ich schätze mal, dass hier jetzt irgendwie jemand kommt, alles klar. Okay. Drohne. Nice. Okay, oh. Oh, oh. Der geht hier hoffentlich nicht durch, alles klar. Alles klar. Okay. Gut. Wow. Digga. Schauze. Ja, komm, komm. Fickt euch doch, ihr Huren. Alter Mann, so eine Scheiße. Oh. Okay, wie. Ja, siehst du, so macht man das. Minus ein Kill. Hätte jetzt auch ein normaler Kill eigentlich werden können. Aber ist ja jetzt auch egal. Drohne nähert sich. Ja, das höre ich ja gern. Die sind da. Oh. Hätte ich den Typen eiskalt fast nicht erwischt, ne? Fast. Nur fast. Natürlich habe ich ihn erwischt, weil ich bin ja der übelste King. Oh, den natürlich nicht jetzt, aber ist ja egal. Hier die Autos mal wegsprengen. Uiui. Hätte mich ja fast schon selbst gekillt. Ja, die sind glaube ich alle noch da unten irgendwo am Gammeln. Hinter mir ist jemand. Oh, was? Nein, come on, jetzt Knife Run Dings. Jetzt Knife Run. Knife Run der? Ja. Easy peasy. Natürlich. Minus 2. Wow. Halt doch die Klappe, Junge. Oh. Schön gesprayt von mir. Oh, jetzt. Leck mich doch am. Oh, ja, 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 ja. Was soll denn das hier? Naja, okay, ich bin nicht eingespielt und alles. Ja.
Jetzt hätte ich schon fast wieder. Ja, leck mich doch am Sack. Oh, Junge. Wir sind auch überall, ne? Am Schluss gibt es natürlich wieder eine kleine Fazitrunde, wo ich mein Fazit zu dieser Waffe hier mal ein bisschen näher bringe. Weil ich habe da einiges zu sagen bei der Waffe. Also, ja, was heißt einiges? Ein bisschen. Ein paar Wörtchen habe ich da noch zu reden. So, Double. Nice. Das war jetzt richtig günstig, ja. Ja, das war doch super. Okay. Junge. Ist da noch ein dritter? Ja, ich hab's gewusst. Nice. So, Konterdrohne und Drohne raus. Hier war doch noch jemand gerade. Ich weiß es. Oh, ah, ist er tot? Ist er tot, meine Brüder? Ja, der ist tot, okay. Oh! Halt doch die... Meine Fresse. Oh! Ja, das hat mir noch gefehlt, so ein Sniper, ja. Ui. Das hat mir noch gefehlt, so. 19 zu 7... Ah, okay. Ich habe gedacht, die Runde ist vorbei, aber anscheinend ja nicht. Alles klar. Tschüss. Okay. Aha. Oh. Ganz knapp gewesen, der Typ. Nein. Nein, so. Ui, hey. Nice. Alles klar. Jetzt geht's ab hier. Nice, 26 zu 7. Ja, ist doch einmal ganz gut geworden. Ja, ist doch noch gut geworden für meine erste Runde heute. Ja, oder zweite Runde, ich weiß gerade nicht. Naja, egal. Hier nochmal. 28 zu 7 minus 2 ergibt das. Und wir haben hier eine Halbzeit. Das wusste ich jetzt gar nicht. Huch, huch. Naja, okay, dann spielen wir halt noch die Runde. Ich wusste jetzt gar nicht, ob es eine zweite Runde gibt hier. Es ist ja hier Sprengkommando, glaube ich, ja. Ja, naja, egal. So macht man hoffentlich ein paar mehr Kills. Mal sehen. So, war nix. So, und wir haben einen Orbi. Das höre ich doch super gerne, wenn wir einen Orbi haben. Oh, was? Ich habe mein ganzes Magazin für den kleinen Pisser ausgegeben, Mann. Und er stirbt nicht. Was ist das denn für einer? Heilige Scheiße. Oh, da hinten ist noch so ein Typ, ne? Verdammt, verdammt, ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch mit den Kills. Ja, das wird ein bisschen... Das wird aber lustig. Oh, wenn ich dich nicht kriege. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Oh, Mann. Was sollen das? Die gehen auf A und B gleichzeitig. Na, na, na. So nah nun nicht, ne, Freundchen. Aiming, aiming. Oh. Ah. Junge, 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 Junge. Hei, 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 was ist denn hier los? Was geht denn hier ab, bitteschön? Ja. Ja. Yeah. Nein. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh. Na. Oh. Okay. Scheiße, das wäre so schön geworden. Aber naja. Mist, ey. Nix geworden hier. Oh. Huch. Hat der einen Knall? Was tauchte hier einfach so auf? Tschüss. Tschüss. Oh, hier muss noch irgendwo jemand sein. Die sind aber oben. Oben. Anscheinend nicht. Kriege ich nicht mal den Typ. Na gut. Der kommt gleich sowieso wieder. Irgendwo ist noch jemand. Ich weiß es ganz genau, dass hier irgendwo noch jemand ist. Oh, Drohne. Ah, komm, Orbi. Wer hat den Orbi? Flying Hirsch, glaube ich.
Nice. Wir haben EMP. Ja. Na komm, die haben die Drohne. Kein Ding. Komm, schwärmt mal ein bisschen aus. Ja. Oh! Junge! Ja gut, konnte ich nichts machen hier. Naja. Okay. Oh. Da wird's knifflig, oder was? Da wird's, glaube ich, ein bisschen knifflig. Aber ich denke nicht, dass jemand mit Geist spielt. Okay, ja, ja. Jetzt sind sie nur noch am Campen. Jetzt sind sie am Campen! Ja, nice. Hier. Fickt euch. Jetzt sind sie am Campen gewesen, ja. Ja, macht man nix, machst du nix, hä? 39 zu 13. Zwei Kills mit dem C4. Also abziehen. Ah, ja, das ist ja... Ja, ist ja super. Na toll. Egal. Wir haben positiv geschafft. Ich bin überrascht, dass ich so gut bin für meine zweite Runde. Aber, ja, ist ja auch nur Kampftraining. Ja, ich will ja meine KD hier nicht irgendwie down machen. Und wir haben eine Kap 40 und eine Ballista freigeschalten. Ja, ist doch super. So, hier nochmal für die, die es interessiert. Da. So. Und ja, wenn es euch gefallen hat, meine Damen und Herren, dann kommt jetzt das Feedback. Habe ich ja total vergessen. Also, wir gehen nochmal zu der Waffe. Wo ist sie? Hier, MSMC. So. Oh, Sibirien freigeschalten. Nice. Die MSMC macht relativ viel Schaden, denke ich mal. Reichweite, ja, ist halt nicht die... Ja, ist halt eine SMG halt. Ja. Small Machine Gun, Feuerrate ist ganz okay, fühlt sich auch gut an, wenn man damit schießt, also du hast so das Gefühl, dass du wirklich viel Damage machst, also bist du wahrscheinlich auch mutiger und getraust dich ein bisschen mehr nach vorne zu gehen und alles. Präzision, ja, ist sogar ein bisschen, ja, ist ein bisschen weniger als bei der Vector, ist aber klar gewesen, liegt auch ein bisschen anders in der Hand. Ja, ansonsten finde ich die Präzision mit der, habe ich eigentlich wirklich, ja, eine recht gute, wenn ich mir das so mal anschaue. Warte. Ich denke mal, damit habe ich eine relativ gute. Ja, okay. 15er Prezi, naja. Aber man macht mit der auf jeden Fall in No-Scope, macht man damit richtig viel Schaden. So in kleinen Räumen. Wenn man da No-Scope, dann, boah, Hammer. Macht so wirklich Damage. Das ist richtig gut. Ich spiele sehr gern mit der und am liebsten habe ich die mit den Aufsätzen. Ja, ich habe die nicht frei. Vollmantel auf jeden Fall. Schaft und dann entweder den Schalldämpfer oder langer Lauf halt, ja. Eins von dem oder manchmal auch den Vordergriff, damit man wirklich durchpreschen kann. Genauso wie die Klasse hier mit der PDW. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt von 0 bis 10, 10 ist das Beste gebe, dann gebe ich der Waffe eine 8. Eine 8. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.